In der letzten Episode. Gegner zu triggern, weil so wirklich viele Medikits haben wir nicht und die heilen dich auch nicht wirklich gut, zumindest die einfachen. Die heißt ja einfaches Medikit, also deutsch, es gibt auch noch komplizierte Medikits. Aua, jetzt komme ich nicht mehr raus, wie geil ist das denn? So, in dem einen Panzer haben wir ja gesehen, da saß ein... Ja, weil wir geduckt da nicht drunter durchkommen, natürlich. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge Nummer 3. Inzwischen ist man in einem Holzfäller. Baracke angekommen, haben hier ein bisschen aufgeräumt. Das funktioniert ganz gut, wenn man da halt ein bisschen taktisch rangeht, erstmal die Gegend erkundet und sozusagen das Pferd von hinten aufzäumt und sich schleicht und so weiter. Also die Taktik funktioniert sehr gut und das liegt mir auch am ehesten, muss ich sagen. Ich bin eigentlich so ein Freund, der gerne ein bisschen herumschleicht. Achso, wir müssen uns ein ganzes Stück nach links halten, okay. Hier gibt es nochmal Häuser und... Moment. Da oben haben wir gesehen, gab es irgendwo ein Auto. Wir haben ja jetzt hier aufgeräumt. Wir können nochmal in den LKW vorne reingucken. Da irgendwas ist, aber es sieht leer aus. Das ist auch ein Wille, okay. Ja, Wille ist dann Volvo sozusagen. Okay, man muss hier halt immer sehr... herumhorchen, sag ich mal. Und ich muss sagen, ich bin sehr... Also mir gefällt es tatsächlich, dass es nicht so vollgestopft ist, dass du an jeder Ecke immer irgendwas findest und hast und tust und machst und Hinweis hier und Quest dort. Strickhandschuhe, pink! Oh ja, lass uns die nehmen. Wir stecken erstmal das. Stecken. Wobei, nee. Der Wind. Das ist sehr verwirrend. Also das mit den akustischen, das hat in den Spielen Tradition. Und aus dem Grund, ja. Jetzt mal ein bisschen aufpassen. Also bisher sind wir immer auf denselben Roboter-Typ gestoßen. Das heißt, dessen Schwachstelle kennen wir, die sehr, wie soll man das sagen, sehr prägnant zur Schau gestellte Brennstoffzelle obendrauf. Wenn du die anzielst, ein, zwei Schüsse braucht die. Naja. Wir gehen wieder. Probier's wieder in die Hocke. Ja, und vielleicht sollten wir nicht auf der Straße langlaufen. Ein, zwei Schüsse auf die Brennstoffzelle und dann war's das. Aber die haben halt nicht nur die Schusswaffe. Also die haben wohl teilweise auch Hieb- und Stichwaffen und solche Geschichten. Also die können auch springen, habt ihr gesehen. Die können auch Explosionen triggern und was weiß ich. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe auch so das Gefühl, ich schaue nochmal auf die Karte. Ja, wir müssen eigentlich nach links. Eigentlich müssen wir in die Richtung, aber ich laufe noch einen Bogen. Weil uns da vorne was auf der Straße entdeckt hat. Küste. So, gibt es irgendwas Interessantes an der Küste? Anscheinend nicht. Okay, dann brauchen wir eine. Also, was heißt interessant? Naja. Also, sie haben halt gesagt, also ich habe halt ein paar Streams geguckt, die sie, bevor das Spiel rausgekommen ist, halt veröffentlicht haben und da haben sie halt auch gesagt, man sollte halt die Welt erkunden. Also es soll wohl auch vieles an versteckten Plätzen geben. Momentan ist das ja relativ geradlinig, wo wir hingehen. Ja, so West-Südwest, das passt. Das mit dem Kompass finde ich super. Tageszeit wäre mir eigentlich noch wichtig. Ich habe halt auch, weiß jetzt auch nicht, wie weit sich hier der Tag ändert. Wenn man das Spiel halt spielt. Während man das Spiel halt spielt. Was ich schade finde, ist übrigens, dass dieses Crouch-Icon verschwindet. Also du siehst es immer nur, wenn du halt es aktivierst, aber es bleibt nicht... Dann gehen wir auf die 5. Es bleibt nicht sichtbar sozusagen. Die ganze Zeit.
drüben. Das sind nämlich diese zwei Häuschen hier. Die sind auf der anderen Seite der Straße. Ich will nicht den Baum. Das ist ja... Es gibt sogar noch eine Zugstufe mit meinem Scrollrad. Das ist ja cool. Gehen wir wieder auf die 3. Eine Sekunde, ich muss mal gerade was umstellen. So, das ist mal wieder. Ja, und zwar das Mikro. Da, ich kann bei dem Spiel leider nicht definieren, also auf welchem Bildschirm das Spiel läuft. Und leider läuft es auf dem anderen, auf dem ich gewöhnlich spiele. Das heißt, ich habe das natürlich mit Tastatur und Maus und so weiter eigentlich ausgerichtet. Auf den linken, wo ich gewöhnlich, wo meine Hauptaktivität ist. Aber, ja, das Spiel lässt sich da nicht umstellen und dann muss ich es auf dem rechten spielen. Deswegen muss ich das Mikro mal umstellen, dass ich da nicht immer so seitwärts reden muss. Okay. Ja, es wird, die Sonne wird wahrscheinlich in Bälde untergehen. Ich weiß nicht, was wir dann die ganze Nacht machen. Weil die Nacht ist ja dann genau noch länger als der Tag. Tja. Na, guck mal. Hallo? Ja, das ist wieder... Das Icon ist schon da, aber ich kann es noch nicht durchsuchen. Naja. Sonst irgendwas, eine Pfanne, vielleicht was kochen jetzt. Echt langsam mal Hunger. Ja, es hat natürlich, also für die, die natürlich die ganze Zeit Long Dark mitgucken, es hat was ganz anderes. Was ist das denn? Achso, das ist einfach nur ein Rucksack. Oh, ein Haufen Munition. Es hat viele, auch die Steine schweben übrigens auf dem Gras, das ist schön. es hat natürlich einiges anders als The Long Dark, also man hat hier deutlich weniger, viele schwebende Steine, ist ja geil. Deutlich weniger auf seine eigenen Bedürfnisse zu gucken, es gibt einfach den Zustand und das ist es dann schon. Und ja, ist halt ein Shooter, naja. Muss auch mal sein. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen Munition gefunden, noch Medikits. Wie viel haben wir davon jetzt? Ne, falsch, 4. So, 3 waren wir außerdem schon. 15, okay, alles klar. Ja, hier ist relativ einsehbar. Da vorne ist ein Icon, sag ich mal. Wahrscheinlich werden wir wieder empfangen werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns reinschleichen. Das wird nicht so einfach. Deswegen versuche ich erstmal von einer erhöhten Position. Also wenn man hochkommt. Das vorausgesetzt. Ja, das Coole ist, dass sie hier diese Höhenlinien drin haben. Dadurch erkennst du halt dann schon ganz gut, was höher ist, wo es höher ist und wo es niedriger ist. Also, beziehungsweise wo es halt unterschiedlich ist. Von der Höhe her. Vorne leuchtet es immer so komisch auf. Deswegen wollte ich da mal gucken, was da auch noch ist. Ist nicht so ersichtlich, sag ich mal. Kann man das eigentlich mit dem Fernglas sehen, oder wie ist das? Fernglas. Wird dunkel. Da, wieder rechts hat es aufgeleuchtet. Da vorne leuchtet es auch wieder. Es ist nur eine matschige Textur. Das soll wohl wahrscheinlich diesen Krieg symbolisieren zwischen... Shit. Zwischen Shit, genau, da vorne. Da sieht man das. Da sind zwei... Huch, warum rennen die? Z 24 Beute! Also es ist nicht so, dass man hier sauber macht und dann ist hier Ruhe. Die Maschinen spawnen halt wieder neu, ja. Ach, jetzt dachte ich schon. Ich weiß halt nicht, inwieweit Munition auch neu spawnt. Wo mit den ganzen Maschinen will ich mich jetzt nicht hier draußen anlegen. Das ist nicht gut.
ist die denn? Da vorne die. Wir tun erstmal so, als sind wir nicht da. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Er sieht uns, okay. Okay, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Position ändern, ganz wichtig. Ist immer ganz wichtig. Und den haben wir schon gewonnen, sehr schön. Machen wir die einzelnen Blatt, dann kriegt man für jeden noch neun Erfahrung extra. Wo sind sie? Wo sind sie? Ist eigentlich auch ein Trick, die in erstmal in eine Richtung zu locken. Muss man halt gucken, dass man jetzt in irgendein Gebäude reinkommt. Ja, vielleicht da diesen Schuppen. Wir müssen ja nicht gleich ins große Gebäude, wir können ja auch 100 EP. Halt aufpassen, weil die auch gerne mal hier reingeglitscht schießen. Okay, die geht dann auch in die Richtung auf, okay. Warte mal kurz. Das, hä? Da war was, Flötarne. Naja. Ah, okay. Erwischt, Leute, erwischt. Naja. Ah, Flash Damage. Ja, wir sind schon dabei, die Maschine auf dem Bauernhof zerstören. Zu zerstören. Wir müssen die Munition, wir setzen die Munition extrem effizient ein. Da vorne ist auch noch einer, okay. Und wozu brauchen wir eigentlich eine Sniper-Munition, wenn die Sniper-Gewehr, wenn wir das so hinkriegen? Da ist noch größere Entfernung, war natürlich schon cool. Ja, die hält sich natürlich. Die hat auch nicht großen Bock hier. Platt gemacht zu werden, tja. Wie es wohl kommt. Ja, es regnet halt. Es ist halt Novemberwetter. Ja, es ist keiner mehr da, schätze ich mal. Es ist wahrscheinlich jetzt die Einzige, die noch hier rumrennt. Aus Kampf geflohen. Bin ich aus Kampf geflohen oder die Maschine? Oder nicht? Was ist denn das? Es scheinen wohl alle gewesen zu sein. Ich würde sagen, bisher ist die Munitionsgeschichte eindeutig positiv. Ja gut, wenn du es erstmal raus hast. Wo die Schwachstelle je nach Maschinentyp halt ist. Momentan ist es, wie schon gesagt, nur eine. Das ist schöne Wetter. Okay.
Na dann, lass uns mal umschauen, würde ich sagen. Echt, und die kannst du echt nicht so schießen. Nö, ja, anscheinend nicht. Einmal auf, bitte. Ah ja. Oh, Medikits. Haben wir jetzt gar nicht gebraucht, lustigerweise. So, wo stehen wir denn mit den Skills? Naja, das wird aber noch eine Weile dauern. Also, man sieht übrigens, ich gehe nochmal rein. Nee, es gibt irgendwie ein Maximallevel. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Es gibt aber definitiv ein Maximallevel. Also du kannst jetzt nicht alle Skills haben. Das wirst du nicht erreichen. Du musst halt schon gucken. Ich meine, es macht ja auch Sinn. Dass man im Prinzip nur das macht. Das, was ist das? Hemd und Pullover dunkelgrau, Anzugshose braun. Tja, warum nicht? Was? Darkstietningen, die Tageszeitung. Eine Zeitung vom Freitag, den 10. Die Berliner Mauer ist gefallen. Ja, das wissen wir doch schon. Dann machen wir es halt nochmal. Mission abgeschlossen, naja. Was ist das denn? Adrenalinspritzen? Nee. Saltham. Das ist jetzt der nächste, okay? Es scheint, dass die meisten Leute hier in Richtung eines Dorfs namens Saltham aufgebrochen sind, in dem sich angeblich ein Luftschutzbunker befindet. Vielleicht ist das, wo alle geblieben sind. Ja. Was ist denn das? Ach, das sind doch Erste-Hilfe-Sets, okay. Saltham, okay. Also man sieht, es geht hier weiter. Es gibt hier noch hier oben. Wir sind im Prinzip einmal hier entlang. Ihr seht ja, das sind jetzt... ja, das sind jetzt 2,5 Folgen quasi. Hat das jetzt gebraucht. So, nur mal zu, wie groß das Ding ist. Ja, also das wird ja wohl eine längere Kiste. Hohe Turnschuh lila, Kappe rückwärts rot-weiß. Okay. Warte mal, das ist ein Standard-Erste-Hilfe-Set. Ernsthaft? Dann legen wir das mal auf die 6. Warum nicht? Okay, das ist ein bisschen größeres wahrscheinlich. Das ist die Hälfte deines Gesundheits. Und einen kleinen Teil. Ja, das ist ungefähr ein Viertel wahrscheinlich. Ja, hier oben gibt es dann auch noch einen Zugang. Warte mal. Auf. Was ist das denn? Make-up-Querlinien. Lustig ist es ja schon, es ist eigentlich total unnütz, aber irgendwie ist es schon lustig. Okay, da haben wir nichts bekommen. Naja. Hals haben wir immer noch nichts. Collegejacke, dann haben wir irgendwie einen Polunder. Nee, nee, das passt schon. Strickhandschuhe. Echt? Dann nehmen wir mal die Strickhandschuhe. Hohe Turnschuh lila. Ja, aber die haben Geräuschreduktion. Das ist mir tatsächlich wichtig, weil wir kommen da teilweise wirklich relativ gut rein. Was ist das? Schädel! Moment. Erstmal. Also Nummer 1 ist das und Schminke. Jo. Wir sind der Predator. Ne, wir jagen den Predator. Wir sind nicht selber der Predator. So. Ich glaube hier oben. Ja, das Radio, naja. Dann kann ich nichts essen. So. Ja, das mit dem Radio, das habe ich irgendwie noch nicht wirklich verwendet. Also von daher, tschüss. Wir haben eh zu viele davon. Also da könnte man zur Not auch einen ablegen. So, was hier unten? Wir sind ja relativ zielstrebig nach oben gegangen. Ah ja. Das sind diese so Pferdeboxen oder sowas. Ah ja. Was ist das? Eine Gasmaske. Hat die einen Nutzen? Wahrscheinlich gegen Gas, nehme ich mal an, oder? Gesicht. Nee, das ist nicht Gesicht. Das ist wahrscheinlich... Was ist denn das dann? Kopf? Nee. Nee, das war unter Brille irgendwie. Brille und Gesichtsschutz. Gaswiderstand. Aber das wäre natürlich nicht schlecht. Aber man sieht jetzt nicht... Doch. Man sieht tatsächlich so aus, als würde man durch eine Gasmaske gucken. Aber das ist ja praktisch. Falls man das mal braucht. Weiß es ja nicht.
Noch sind wir ja auf diese Dinger noch nicht gestoßen. Und es ist dann auch gut, dass das, da drüben geht's weiter. Es ist gut, dass das nicht noch Inventarplatz kostet, sondern dass du das einfach so mit dabei hast. Okay, der Wille scheint auch innen, also vorne, leer zu sein. Noch ein Dietrich, okay. Na gut, wir haben die Fähigkeit eh noch nicht freigeschaltet, von daher kommen wir da nicht weiter. Dom, dom. Das hat echt, und das, diese Schuhe haben geringeren, sehr interessant. Warte mal, haben wir hier reingeguckt oder ist das dieselbe? Ist dieselbe, okay. Naja, die Sonne geht bald unter, aber es ist relativ lange Tag. Vielleicht auch relativ lange Nacht. Ja, Munition, ey, ein Klo hier. Na gut, wir essen nicht, also müssen wir auch nicht. So einfach ist das. Ja. Sieht, hier drüben schleicht sie. Auf der Einzelne stampf, 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 stampf. Und hier schleich, schleich, schleich. Nicht so laut. Bitte was? Interessant, es gibt eine Weltorientierung, die dich stampfen lässt. Naja, das muss man wissen. Also wenn man nach Norden geht, stampft man. Wenn man nach Süden geht, schleicht man. Das muss irgendwie was Größeres haben als nur den Effekt, dass es halt so ist. So, was mit dem Wille? Nichts. Ist das sozusagen, Villeroy und Boch. Das sind drei Leute gewesen. Roter Blitz, Lederschuhe, weiß. Wir nehmen natürlich alles mit, das ist ja klar. Wir haben übrigens noch eine gefunden. Vielleicht sollten wir dann, wenn wir noch eine finden, mal auch eine anwenden. Das waren die Lederschuhe. Die hatten wir schon. Und dann hatten wir nochmal Schminke. Der Flash. Nee, 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 nee. Bleib lieber so. Hallo? Okay. Das geht gar nicht auf, weil hier ist schon offen. Ja, dass du nicht mal ein Fahrrad verwenden kannst. So einfach gar nichts. Nö. Ja, Punkhose. Okay. Weißt du was? Geh mal auf die 4. Guten Appetit. So. Ich glaube, mehr braucht man dann auch nicht. Na gut, wir könnten sie noch auf der 7 stacken. Das ginge ja schon. Genügend Holz. Okay. Müssen wir hier noch ein Gartenzwerg aufsammeln? Oder wie ist das hier? Oder so ein Pferdchen? Oder? Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie das war. Ja, aber hier ist nichts. Okay. Es sind zwei Häuser sogar. Krass. Ist das dann so, keine Ahnung, so ein Gemeindehaus? Oder wie nennt sich das dann? Guten Tag. Holz in der Hütte, naja. Das ist dann so eine Veranda. Interessant, interessant. Ja, die Häuser sind natürlich alle gleich. Leider schon. Also es ist tatsächlich das Haus, was wir ganz am Anfang hatten. Ist dasselbe nochmal. Halte E anhören, okay. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Ja, vi hörs sen. Ja, ja. Kan man die stecken? Kan man auch nicht stecken? Dann nehmen wir lieber so eine laute Kiste mit. Hier die Küche. Ah ja. Oh, lecker. Ah, boah. Ah, ja. Okay. Kann man also. Kann man das auch? Das geht. Das ist ja lustig. Wir waren alle einmal Kinder. Kühlschrank.
Ach so, okay. Ich dachte schon. Das könnte man einschalten, die Beleuchtung. Ah ja, und hier draußen haben die Kinder gegessen, oder was? Ah ja, das schwebt, das ist auch schön. Lustig. Ah, wir haben genug Munition, also daran mangelt's jetzt nicht. Ja, Tatsache. Das ist so das Kinderbereich gewesen. Die haben eine eigene Stube gehabt. Hardcore Overload, The Ultimate Collection. Was ist das? Pilotenbrille rot. Und noch ein Medikit. Naja, jo. Ja. Pilotenbrille rot. Moment, dann müssen wir jetzt doch was ändern. So, dann nehmen wir jetzt mal Pilotenbrille blau oder rot. So. Und Schminke. So. Klauen wir dem Kind die Piloten. Wir haben jetzt echt dem Kind den Pilotenbrille geklaut. Na, ist ja gut. Wir sind Ehrenmenschen. Achso, das haben wir noch gar nicht durch. Ach, das ist das Radio. Da falle ich euch wahrscheinlich noch öfter drauf rein. Oh, was haben wir hier? Doppelstockbett. Ah ja. Nicht so hoch, krass. Was ist das? Tja. Aber sonst sehe ich in diese Geräusche. Ist ja wunderschön. Das ist wahrscheinlich das Bad, genau. Mann, wie Flash. Ein rotes Waschbecken, das ist ja auch schon speziell. Das hier ist dann das Eltern. Oh ja, okay. Was spiegelt sich denn da drin? Was ist denn das für ein komischer Spiegel? Habe ich das irgendwie, Moment mal. Was steht da? Wirf die Flinte nicht ins Korn. Echt, hier gibt es Flinte. Moment, Sekunde, ich schau mal gerade wegen den Spiegelungen, ob da irgendwas in Einstellung falsch ist. Nö, eigentlich nicht. Ich habe nur mal den Motion Blur ausgemacht. Falls das jemanden gestört hat. Ich habe es jetzt ausgemacht. Hallo? Gut, alles klar. Beute 17 von 24. Ernsthaft? Was steht hier? Home Sweet Home. Hem Liova Hem. Lustig. Diese Motto-Schilder sind ja echt schon witzig irgendwie. Okay, das ist ein Familienhaus. Ja, dann gehen wir zuerst mal in die Garage hinein. Dann haben wir es ja bald auch. Gibt es hier eigentlich auch mal Nacht oder wie ist das hier? Die Sonne geht hier echt sehr, sehr langsam um. Was ist das? Schalldämpfer für Jagdgewehre. Ja, ich hätte es ja gerne. Okay, was haben wir denn da wieder zu viel? Das braucht wahrscheinlich mehr als nur eins. Das ist Schalldämpfer für Jagdgewehre. Ernsthaft? Warte mal, wir legen das mal ab und wir schauen uns das mal an. Ach so, da war noch ein Medikit dabei, deswegen. Ups. Guck nach oben. Das schmeißt man eh dahin. Aber das ist doch dasselbe, oder? Ja. Dann lasse ich das hier. Ganz ehrlich. Wüsste ich jetzt nicht, wieso ich das dann mitnehmen sollte. Sag mal, wir haben doch hier vorne auch eine Maschine geplättet, oder verschwinden die dann? Sind die überhaupt noch da? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich verschwinden sie. Kappe rückwärts weiß. Tja, nehmen wir es halt mit. Beute 19 von 24. Ja, die Maschinen sind tatsächlich weg, okay. Also muss ich dann relativ schnell um die kümmern, okay. Na gut. Hallo, jemand da? Aua. Ah ja. Oh, mein Bauernhof. Innen drin geraucht. Toll. Ist ja wunderschön. Oh, rosa Fenster. Das ist ja auch speziell. Igidigit. Ist ja ekelhaft. So, Stromsparen ist angesagt. Was ist das? Hemd und Pullover grau-pink. Wie, was habe ich da gerade gesehen? Moment. Hemd und Polunder. Geräuschreduktion. Ernsthaft? Ja, dann müssen wir das nehmen. Nee, das nehmen wir. Wie ist das mit der Jacke? Feuerwiderstand. Ja, naja. Ich nehme an, das meint wirklich das echte physikalische Feuer. Trau des Heim, Glück allein.
Mit Hem Erminborg. Huch, was ist das denn? Mein Haus ist meine Burg. Ah ja. Gleich mal zweimal das Bild aufgehangen. Ja. So. Ein rotes Klo. Achso, das ist dasselbe Bad, okay. Ja, und da spiegelt sich auch irgendwas anderes drin, als das, was ich spiegeln sollte, sag ich mal. Irren ist menschlich. Naja. So, jetzt, wie ist denn das? Wir gehen erstmal in das Log. Finde und erreiche Saltham, okay. Ja, Sammelgegenstände, naja. Ihr seht ja, Saltham ist jetzt hier unten und wir werden auf der Reise wahrscheinlich noch durch einiges hindurchkommen. Ja, und die Sonne geht unter. Das heißt, die nächsten drei Folgen werden wahrscheinlich dunkel. So, ich gucke mal auf die Karte. Wir gehen strikt mal nach Westen. Ja, wir müssen eher nach Südwesten, okay. Ich bleibe aber trotzdem mal hier in der Hocke. Naja, beziehungsweise, warte mal, geh noch ein Stückchen weiter. Ja, nach Westen stampft man. Ja, das funktioniert, okay. Reicht mir als Bestätigung. Ja, naja, halt noch eins. Na, hier schweben Steine nicht, okay. Das war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu hoch, wo wir vorhin waren, wo es ein paar Sachen geschwebt haben. Ja. Hightech-Sonnenbrille schwarz getönt. Wie sieht die aus? Tja. Nichts besser als das. Ich glaube, wir haben ein Ding irgendwie übersehen. Irgendwo muss wohl noch eins uns rumstehen, außer es ist im Klo. Das sieht aber nicht so aus. Na gut. Vorne ist noch ein LKW. Warte mal, waren wir bei den Silos? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hin. Komm, renn mal ein Stück. Ah, okay. Also man wird dann ein bisschen langsamer beim Rennen. Okay. Aber es gibt keine spezielle Anzeige dafür. Ein Brunnen. Wobei ich gar nicht weiß, funktioniert das hier so an der Küste? Da gehen wir in die Hocke. Wenn du so eine andere... Gut, es ist halt massiv, es ist ein massiver Felsen, klar. Aber hast du an der Küste so nah Grundwasser? Also Trinkbares. Nicht Versalzenes. So, wie sieht das jetzt hier aus? Wir haben übrigens fast 200 Schuss. Wobei ich nicht weiß, ob die 8, die wir in der Knarre haben, schon mitzählen oder nicht. Also ob das sozusagen 197 insgesamt sind oder 197 plus 8. Wahrscheinlich plus. Na komm. Ja, mach doch mal auf. Toll. Ja, naja. Ich sag mal so. Warum nicht noch mehr? 200. Vorrang. Okay, da ist nichts drin. Tatsächlich. 202. Kundsam Leafsmittel. Huch, was ist das? Ein Sammelgegenstand. Ah ja, okay. 250. Ja, du kriegst halt echt einen Haufen Erfahrung dafür. Wo stehen wir denn jetzt da? Nur mal so interessenshalber. Naja. Ich würde sagen, das dauert noch 200 Sammelgegenstände, bis wir auf Level 2 sind. Okay, wir gehen wieder in die Hocke. Das ist wahrscheinlich besser. Gesünder. Auf Dauer. Ja, die alte Bettan, die verwende ich irgendwie gar nicht, weil das ist ja für Nahkampf und ich weiß nicht, so nah will ich die Viecher eigentlich nicht an mich ranlassen. Da haben wir eh nicht so viel Munition, muss man auch dazu sagen. Was ist das da vorne? Tja. Auf der Karte steht es nicht. Als Gebäude. Also es sieht auch nicht aus wie ein Gebäude. Es sieht eher aus wie ein Runenstein.
Antiker. Na, das Auto sieht aber auch nicht mehr sehr frisch aus. Das wird tatsächlich ein Runenstein. Oder ein Meilenstein, Wegstein oder sowas. So ein Grab einfach. Was? Hai? Ne, 3 Meilen bis. Echt? Die haben das auf Deutsch geschrieben. Und echt deutsche Texturen hier. Mal gucken, ob in diesem heruntergekommenen Auto noch überhaupt was. Wahrscheinlich ist da nichts drin. Der Helm hat sich auch. Ah ja, doch, ich meine, es knarzt. Hallo. Danke. Hervorragend. Ja, die Sonne steht sehr, sehr tief. Es wird bald dunkel. Dann bin ich aber gespannt, wie sich die Nacht so gibt. Okay, das heißt, wir steuern jetzt direkt hier auf die Häuschen hier unten zu, okay? So. Hä? So keine Häuschen, das sind doch Steine. Die sind doch da hinten. Reingelegt. Reingelegt. Ja, so sieht's aus. Müssen wir wahrscheinlich so rangehen wie bei dem Bauernhof. Erstmal aus. Ach nee, da vorne sind die Häuschen. Okay, ist klar. Erstmal auskundschaften und dann gucken, wie man da am geschicktesten zur Rande kommt. Weil von einem Gebäude aus ist das natürlich relativ easy. Das interessiert mich jetzt mal, wenn wir jetzt mal. Also hier gibt es ja so ein Städtchen, das wird auch super, super krass. Und hier noch eine Ortschaft und da nochmal eine Stadt. Und hier gibt es auch irgendwie so eine Straße rüber. Das ist. Das scheint wohl noch nicht. Das kommt wohl wahrscheinlich später, nehme ich mal an, diese Inseln hier. Weil da gibt es ja gar nichts. Ja, faszinierend, faszinierend. Fallen die Blätter. Es soll auch ab und zu mal schneien, das haben wir bisher noch nicht gehabt. Wir hatten Nebel und Regen und relativ viel Sonnenschein und Bewölkung natürlich, klar. Ja, das Wasser rauscht. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Das ist auf der Karte. Das ist halt diese Gebäudchen. Dann kommen hier noch mehr. Also kommt jetzt, geht jetzt halt richtig rund und Saltham. Guckt euch mal, wie viele Gebäude wir da haben. Das wird noch interessant in der nächsten Folge. Sehr schön. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.